I don't know how you feel in these kind of settings. It's like you will get to know people, right? Ich weiß nicht, wie es euch geht, so von dem Setting her. Du weißt, that you will not know people. You will know people. Dass du Menschen kennenlernen wirst. It makes me a little bit of nervous. Und das macht mich ein kleines bisschen nervös. You are not okay. I'm the one. dass ihr wisst, dass ich derjenige bin. I'm also glad that my sons, whom you cannot see now. Ich bin auch sehr froh, dass meine Söhne, die ihr jetzt zwar gerade nicht sehen könnt, have made a free will decision to be in this church in this Sunday service. Sie haben die freiwillige Entscheidung getroffen, zu diesem Sonntagsgottesdienst auch hier im Gottesdienst zu sein. We didn't urge them. Wir haben sie nicht dazu gedrängt. We are staying in Augsburg for this weekend. Wir sind dieses Wochenende in Augsburg. Where my daughter and her husband running a church as well. Wo meine Tochter und ihr Mann eine Gemeinde leiten. I should say our daughter. Also unsere Tochter. People say she looks like my wife. Man sagt so allgemein, sie sieht aus wie meine Frau. I think they need glasses. Ich finde, dann brauchen sie irgendwie eine Brille. But my boys decided not to go to the other service in the morning, but just be with us this evening. Aber unsere Jungs haben sich entschieden, dass sie heute nicht früh morgens dort in Augsburg in Gottesdienst gehen, sondern heute Nachmittag hier mit uns. Which I think is great. Und das finde ich großartig. Oh, very thankful. And I'm also supposed to say hi from and send greetings from Kevin and Marty. Ich soll viele Grüße von Marty und Kevin weitergeben. Because we've been in contact, of course. Wir sind natürlich in Kontakt gewesen. They tried to help me not being too nervous. In der Vorbereitung darauf, dass ich nicht allzu nervös bin. And hope it helps. Ich hoffe, das hilft. Ha. So, hope everybody is doing good. Ich hoffe, es geht allen gut. I get to know some faces and I need to learn names, but this is not for now. Ein paar Gesichter habe ich schon kennengelernt und ich muss dringend Namen lernen, aber nicht gerade jetzt. Okay, everybody knows it's Pentecost Sunday, right? Also jeder weiß, es ist Pfingstsonntag. And I did prepare a PowerPoint. Und ich habe auch was auf PowerPoint vorbereitet. Actually, a PowerPoint, which is very strange for me. Das ist was sehr Ungewöhnliches für mich. Because I have left Microsoft long ago. Ich bin nicht mehr mit Microsoft verbunden seit langem. We are more into apostolic ministries. Wir sind mehr bei apostolischem Dienst. Just saying. So Pentecost Sunday, right? Pfingstsonntag. And everybody knows the story, so if you have the first, I don't know, first slide. Part of the first slide, yeah. Also, das kann losgehen. Oh, there's another background. Nice. Jetzt gibt's einen anderen Hintergrund. Looks much better than what I did. Sieht besser aus als das, was ich gemacht hatte. So I've called this Pentecost Reloaded. Also, ich habe das Pfingsten Reloaded genannt. Because I like Matrix. Ich mag nämlich Matrix. And Matrix Reloaded is a good name, isn't it? Und so. Matrix Reloaded ist ein guter Name. So, I've called it Pentecost Reloaded because I think sometimes people who are living their faith do have a question. Weil ich glaube, dass Menschen, die ihren Glauben leben, manchmal schon Fragen haben. Specifically regarding Holy Spirit. Insbesondere in Bezug auf den Heiligen Geist. At least this was my personal experience. Das war zumindest meine persönliche Erfahrung. You know, I've received the Holy Spirit at some point. Irgendwann in meinem Leben habe ich den Heiligen Geist empfangen. And there was a day when somebody prayed for me. Das hat mal jemand für mich gebetet. And I started speaking in tongues. Und ich habe angefangen in Sprachen zu reden. But it was really an interesting experience. Es war ein interessantes Erlebnis. Because I spoke in tongues, but it was almost as if I could not help doing it. Ich habe in Sprachen gebetet, aber es war fast so ein bisschen, als ob ich gar nicht was dagegen tun konnte. Exactly, and not only that, but I also lifted my arms without helping. I couldn't stop it really. Und dann habe ich meine Arme gehoben und konnte das auch nicht so richtig beenden. So this person prayed for me. Diese Person hat also für mich gebetet. And I went back to my seat like this. Und ich bin zurück zu meinem Platz. So bin ich zurück zu meinem Platz und konnte das irgendwie nicht stoppen. It was the Holy Spirit.
Es war der Heilige Geist. And later on, I have been wondering, can I have that again? Und später habe ich mich gefragt, ob ich das wieder erleben kann. Oh, I was wondering, actually, I think I need more, but can I? Und ich habe eher gedacht, ich brauche mehr davon, aber geht das überhaupt? Because I already had this, I'm now, you know, baptized in the Holy Spirit thing. Denn diese Taufe im Heiligen Geist, die hatte ich ja schon erlebt. If we look into the scripture, wenn wir uns die Schrift anschauen, I hope that works. These letters are really small. Also ich hoffe, das funktioniert jetzt. Die Buchstaben sind nämlich sehr klein. Ja, yeah, that's Acts chapter 2. In Apostelgeschichte 2. It says, when the day, from verse 1. Ah ja, okay, super. And when the day of Pentecost was now come, they were all together in one place. Kann ich sogar ohne Brille lesen. And suddenly there came from heaven a sound as of the rushing of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them tongues parting asunder, like as of fire, and it sat upon each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So, the first thing that I would like to... Will that come in German? Ja. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Okay, the first thing that I would like to point out is this. Das Erste, was ich gern sagen würde, ist, there were manifestations happening when the Holy Spirit fell. Es gab dort diese Erscheinungen, Manifestationen, als der Heilige Geist kam. And you know that Peter stood up later. Und ihr wisst, dass Petrus damals dann aufgestanden ist. And said, this is this. Und gesagt hat, das bedeutet das. He said, this is what Joel prophesied. Das, was hier passiert, ist das, was Joel prophezeit hat. Honestly, Joel didn't say a thing of those things that happened. Ganz ehrlich, davon hat Joel nicht geredet. Joel talked about smoke and signs on the heavens and stuff like that. He didn't talk about tanga on fire on each one's heads. Joel hat von Rauch und anderen Sachen geredet, aber nicht von Feuerzungen über den Köpfen. He didn't even talk about speaking in tongues. Er hat auch nicht vom Zungen, vom Sprachengebet geredet. And I actually assume that there was a big chaos going on. Und irgendwie glaube ich, dass damals ein ganz schönes Chaos war. Because they were in the upper room. Denn sie waren da oben in diesem Oberzimmer. And nobody knows, but all of a sudden they are on the streets. Und keiner weiß wie, aber plötzlich waren sie auf der Straße. And not only that, but while on the streets it says Peter stood up. Und als sie da auf der Straße waren, steht in der Bibel, Petrus stand auf. I'm wondering, why did he stand up? Und irgendwie frage ich mich, warum musste er denn aufstehen? Did he lay on the street? Hat er auf der Straße gelegen? I'm not sure. Ich bin mir nicht sicher. But I've seen some stuff happening. Aber ich habe Sachen gesehen, die passiert sind. I think it's really interesting that Peter said, this is this. Und ich finde es sehr interessant, dass Petrus das so interpretiert hat, was hier passiert, ist das. Because I mean if you would have been a religious person in these days, denn wenn du damals eine religiöse Person gewesen bist, you could have easily said this. Dann konntest du das gut verstehen. No, you could have said the following. Du hättest das Folgende sehr leicht sagen können. This is not in the Bible. Das ist nicht in der Bibel. This is not God. Das ist nicht Gott. It happened in Germany, by the way. In Deutschland ist das so passiert. Because we had an outpouring here in the 1900s. Im 19. Jahrhundert gab es hier wirklich eine Ausgießung. And all of a sudden, at some point, people were getting so afraid. Und an einem bestimmten Punkt haben die Menschen so viel Angst davor bekommen, that a few started to say, this cannot be the Holy Spirit. Dass einige gesagt haben, das kann nicht der Heilige Geist sein. So what I'm saying is, und was ich sage, when the Holy Spirit comes, wenn der Heilige Geist kommt, there may be some unusual stuff happening. Kann es sein, dass Ungewöhnliches passiert? I mean really unusual stuff. Und ich meine wirklich Ungewöhnliches. Okay, can you put the second verse on this wonderful screen? Wir hätten gerne den zweiten Vers. Yeah, great. Then Acts chapter 4, and when they had prayed, the place was shaken, wherein they were gathered together, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spake the word of God with boldness. In Apostelgeschichte 4,
Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Here the thing is, the same people that have in the beginning had been filled with the Holy Spirit. Und hier ist es jetzt so, dass die gleichen Menschen, die am Anfang der Geschichte mit dem Heiligen Geist gefüllt werden, prayed, gebetet haben, and there was the reload. Und dann kam sozusagen der Nachschlag. They got filled again. Sie wurden wieder gefüllt. By the way, again it was with manifestations. Und wieder mit diesen Manifestationen. This time the ground started shaking. Dieses Mal hat die Erde gewackelt. And listen, when we, I don't know about you, but sometimes when I read the scripture here. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Bibel lese, it's so easy to just read over that, dann ist es so einfach, da so drüber zu lesen. And think this is a rationalizing that this Holy Spirit filled them because afterwards they were bold. Und dass man das so rationalisiert, ja, der Heilige Geist kam, er hat sie gefüllt und danach waren sie mutig. But I think it mentions that they were filled with the Holy Spirit. Ich denke aber, es wurde genau geschrieben, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Because there was some sort of thing happening that made it distinguishable that they were filled with the Holy Spirit. Weil etwas ganz Bestimmtes passiert ist, was es offensichtlich gemacht hat, dass sie mit dem Heiligen Geist gefüllt worden waren. I would assume that they probably again started speaking in tongues. Ich denke, dass sie wahrscheinlich wieder angefangen haben, in Sprachen zu reden. Maybe they were filled with joy. Vielleicht wurden sie auch mit Freude erfüllt. Started laughing. Vielleicht haben sie gelacht. I've seen that happen many times. Das habe ich viele Male gesehen. But there was something happening. Aber es ist was passiert. And the good news is, die gute Nachricht ist, you do not need to be afraid or you do not need to hold back. Du musst nicht Angst haben oder du musst dich auch nicht zurückhalten. If you have been filled with the Holy Spirit once, wenn du mit dem Heiligen Geist einmal erfüllt worden bist, you can be filled again. Kannst du wieder mit ihm gefüllt werden. There's more. Und es gibt mehr. And actually you need more. Und du brauchst mehr. Actually, I think we need much more. Ich glaube tatsächlich, dass wir sehr viel mehr brauchen. My opinion, that's just an opinion, that's not theology. Das ist nicht Theologie, das ist wirklich meine eigene Meinung. I believe we need so much more. Ich glaube, wir brauchen so viel mehr. That we at some point are okay with putting our intellect a little bit to the side. Dass wir irgendwo an diesen Punkt kommen, dass wir unseren Intellekt ein Stück weit an die Seite stellen können. I don't mean abolish it. Ich meine jetzt nicht es abschaffen. But just allow God to be God. Aber Gott erlauben können, Gott zu sein. Because honestly, I want to say something more about that later. Und da will ich nachher noch mal drauf zurückkommen. But the work that Jesus did on the cross, how would that manifest in your life other than by the Holy Spirit? Denn das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, wie anders soll sich denn das in deinem Leben widerspiegeln, als durch das, was der Heilige Geist in dir tut? Can we have the third verse, please? Jetzt nehmen wir den dritten Vers. That's after Peter came into the house of Cornelius. Und zwar geht's da um die Geschichte, wo als Petrus im Haus des Cornelius war. And he gives the report to the apostles. Der hat dann den Aposteln davon berichtet. And he says this: And as I began to speak, the Holy Spirit fell on them, even as on us at the beginning. Und während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. I believe it's not by a chance that he says even so as it fell on us in the beginning. Und ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass Petrus sich darauf beruft und das extra sagt, so wie er auf uns am Anfang gefallen ist. He went into a house of a heathen. Er ist in das Haus von Heiden gegangen. And the Holy Spirit started to manifest. Und der Heilige Geist fing an, sich zu manifestieren. Peter didn't expect it. Das hat Petrus nicht erwartet. And he couldn't stop it. Und er konnte es auch nicht beenden. But it was even as in the beginning. Es war so wie am Anfang. Not sure if there were tongues of fire. Ich weiß nicht, ob da jetzt Feuerzungen waren. But there were manifestations. Aber es waren Manifestationen da. So, two things. Zwei Sachen.
We can always have more. Wir können immer mehr haben. And it is important for us. Und es ist wichtig für uns. To make room that the Holy Spirit can occur in such a way as he wants, as he wills, you know. Dass wir Raum geben, dass der Heilige Geist so sich bewegen kann, wie er das möchte. And if you like, I'd like to give you some of the experiences that we have made. Und ich würde gern noch ein paar von den Erfahrungen erzählen, die wir gemacht haben. In 2008. I went to Lakeland. Where? Lakeland. Lakeland, Florida. War ich in Lakeland, Florida? Mm-hmm. People know that there was this revival. Da war damals diese Erweckung. At that time the revival was already ending. Und zu der Zeit war das schon eher so im Abflauen. And there was a different speaker. Und es war ein Gastsprecher. His name is Seth Fawcett. Seth Fawcett. And he had a prophetic word that there was a German pastor in the room. Und er hatte ein prophetisches Wort, dass in dem Gottesdienst ein deutscher Pastor im Raum war. And actually, I was the only German pastor in the room. Ich war tatsächlich der einzige deutsche Pastor da. He called me up front. Und er hat mich vorgerufen. They prayed for me. Für mich gebetet. And I lay on the floor. Und ich bin auf dem Boden gelegen. And when I wanted to get up, als ich aufstehen wollte, they prayed again, haben sie wieder gebetet. So that I had to remain on the floor. Und ich musste unten bleiben. I think they did that for 7 times or so. Ich glaube, das ging so 7 Mal. So after that I went back home. Danach bin ich wieder heim. And I got the contact of Seth. Und ich war mit Seth weiter in Kontakt. Gave him a call. Ihn angerufen. And asked him if he would come to Germany. Und habe ihn gefragt, ob er nach Deutschland kommen würde. And he said yes, he would come. Ja, er würde gerne kommen. By the way, if something happens, if God starts to pour himself out, it's not about the person he is using, it's about what he is pouring out. Wenn Gott beginnt, sich auszuschütten, dann geht es nie um die Person, die er dazu nutzt, das zu tun, sondern es geht um das, was er tut. But he used Seth at that time. Und damals hat er eben Seth benutzt. I mean, he still uses him. Er nutzt ihn weiter. But these days we were doing conferences. Zu der Zeit hatten wir Konferenzen geplant. And we used to do them over 7 days. Und das waren immer 7 Tageskonferenzen. Because we thought the longer we can go, the more the presence would build. Und weil wir das Gefühl hatten, je länger wir das halten können, desto mehr Raum geben wir Gottes Gegenwart, sich aufzubauen. And I'd love to do that again, but that's another story. Das würde ich gerne wieder machen, ist aber auch eine andere Geschichte. Seth came on a Tuesday, that was the second day of the conference. Seth kam an einem Dienstag, das war der zweite Tag der Konferenz. He is a Kiwi from New Zealand. Er ist aus Neuseeland ursprünglich. They call him tall, bold, happy man. Und sie nennen ihn einen großen glatzköpfigen, glücklichen Mann. Yeah. So he came after 36 hours of flight. Und nach 36 Stunden Flug. I took him to the evening session. Habe ich ihn da zur Abendsession mitgenommen. And I expected him to be very tired. Und habe erwartet, dass er müde sein wird. And I said to him just because I wanted to be polite. Und ich wollte höflich sein. And said, well, after the person who was preaching at that time is finished, if you want, you can join in the prayer ministry. Und habe ihm gesagt, also wenn dann die Predigt von dem, der da predigt, zu Ende ist, kannst du ja gerne beim Gebetsdienst mit dabei sein. And he said, yes. Und er hat gesagt, ja. And then prayer time came. Und dann kam die Gebetszeit. And Seth got up. Und Seth stand auf. And everything changed. Und alles hat sich verändert. The church was on the floor. Die ganze Gemeinde war am Boden. People started laughing. Die Leute haben angefangen zu lachen. Holy Spirit came. Der Heilige Geist ist gekommen. Some were rolling on the floor. Einige sind auf dem Boden gerollt. And it was really wild. Und es war echt wild. For the rest of the conference. Den Rest der Konferenz. Every night. Jeden Abend. Well, the problem with that is, das Problem damit ist, that some people don't like it, manche mögen das nicht, or think it's not decent and in order, oder denken, das ist nicht anständig und nicht ordentlich genug. But sometimes God has a different decent and in order than we do. Aber manchmal hat Gott eine andere Art von anständig und eine andere Ordnung als wir. I remember an elderly lady, a grandma of a person who is here actually today. Und ich erinnere mich an eine ältere Dame, das war die Oma von jemandem, der heute tatsächlich hier ist. And
Seth asked her, can I pray for you? Und Seth hat sie gefragt, ob er für sie beten kann. She didn't speak English. Sie konnte nicht Englisch sprechen. So she answered in German. Und hat auf Deutsch geantwortet. And said, nein. Und sagte nein. No. And Seth said. Und Seth meinte daraufhin. Oh, 9 times. Oh, 9 Mal soll ich für dich beten. And he prayed for her. Und hat für sie gebetet. And she totally changed. Und sie hat sich total verändert. I mean, whenever she only got a sense of the presence of Holy Spirit, she started laughing. Und als sie dann plötzlich dieses Gefühl für die Gegenwart des Heiligen Geistes bekommen hat, hat sie angefangen zu lachen. I mean, the kids loved her. Die Kinder haben sie geliebt. They loved her anyways, but after that it was even more, you know. Und hinterher sogar noch viel mehr. So she was changed into one of the most joyful people that I actually know. Und sie wurde verändert in eine tatsächlich der Menschen, die am meisten voller Freude sind, die ich überhaupt kenne. I think 2 years later. 2 Jahre später. We had another guest speaker. Hatten wir einen anderen Gastsprecher. And they call him Mr. Spaghetti Legs. Und sein Name ist Mr. Spaghetti Beine. Or Brother Spaghetti Legs. Oder Bruder Spaghetti Beine. Because every time when the anointing comes upon him strong. Denn immer dann, wenn die Salbung des Heiligen Geistes so stark auf ihn kommt. His legs start to do things that legs cannot do. Fangen seine Beine an, Sachen zu machen, die Beine gar nicht tun können. So you have to imagine in that night. I asked 3 usherers to help. Und an dem Abend hatte ich 3 von dem Ordnerteam gebeten zu helfen. One was taking care of the left foot. Einer hat sich um das linke Bein gekümmert. The other took care of the right foot. Der andere das rechte. And the third person tried to keep him up. Und der dritte hat versucht, ihn aufrecht zu halten. I translated that night. Und ich habe übersetzt. But I couldn't translate anymore. Aber ich konnte nicht mehr übersetzen. Because I was just overwhelmed with joy. Weil ich so überwältigt war mit Freude. It was like this on the pulpit. So ungefähr war das. Laughing. Gelacht. And at the same time I could feel the spirit in the room that says this is not okay. Und zur gleichen Zeit habe ich trotzdem so einen Geist in dem Raum gemerkt, der immer wieder sagt, das ist nicht richtig. There was criticism, heavy criticism. Es war wirklich sehr harte Kritik. But I couldn't help it. I had joy anyways. Aber ich konnte irgendwie nichts dagegen tun, weil ich hatte so eine Freude. And the ushers tried to keep him up. Die Ordner haben versucht, ihn aufrecht zu halten. Didn't work. He slipped down. Es hat nicht geklappt. Er ist runtergerutscht. The only thing they held was the shirt. Und dann haben sie nur noch sein Hemd festgehalten. Which exposed his belly button. Und dann hat man seinen Bauchnabel gesehen. And for some people that was even worse. Für manche war das wirklich noch schlimmer. And then we have a lady in the first row sitting in the first row. She says, "Look at his forehead. Look at his forehead." Und dann hat da eine Dame in der ersten Reihe gesessen und sie fing an zu sagen, "Oh, schau seine Stirn an." And I said, "Yes, he is sweating." Ja, der schwitzt. And I said, "No, look at the forehead. Look at the forehead." Nee, guck mal die Stirn an. And then I saw that he started to have these little like particles of gold on his face. Er hatte wie so Goldpartikel am Gesicht. And it became more and more. Und immer mehr. And the gold started to float in the room. Und das fing dann an, so im Raum zu, in den Raum zu fließen. And all of a sudden, this criticism stopped. Und dann hat diese Kritik aufgehört. I could feel that this spirit of critic just. Und man konnte das merken, wie dieser Geist der Kritik einfach verschwand. And people saw that and they started, wow, God. They went to God to worship God. Und die Menschen haben das gesehen und alle waren so, wow, Gott, und haben angefangen, Gott anzubeten. The next 3 days we had massive, this gold, it was not even dust, it was much bigger, it was like little plates. Und in den nächsten 3 Tagen hatten wir immer wieder dieses mit diesem Gold, also es war gar nicht so sehr Staub, das waren eher so kleine Plättchen. And for this lady who was so baptized in joy. Und diese Dame, die so sehr voller Freude getauft war. His grandma, she somebody was next to her and saw how an invisible hand would go like this, and all of a sudden even her face was full of gold. Und jemand, der neben ihr gestanden hatte, hatte gesehen, wie so eine Hand, die diese Dame festhielt, plötzlich losließ und wie dann auch ihr Gesicht voll mit diesem Gold gefüllt wurde. I like to say she looks like a Klingon from Deep Space Nine. Und eigentlich, ja, sie sieht aus wie so ein Klingon von Deep Space Nine. Because of this, it was just amazing. Es war total erstaunlich. But one thing that I learned then was this.
Und eins, was ich da gelernt habe, this is something that I heard Bill Johnson say. Denke ich, Bill Johnson hat es gesagt. God offends the mind. Gott mag die Gedanken und den Verstand brüskieren. To reveal the heart. Um das Herz zu offenbaren. And this is really true. Und das ist wirklich wahr. It was as if the criticism couldn't go any further that you could feel. It was like in a minute it's going to give an explosion. Wir hatten fast das Gefühl, gleich explodiert es von dieser Kritik. But in that moment the gold appears. Aber in dem Moment kam dieses Gold. And everybody is in awe of God. That was und just jeder war einfach unglaublich in Ehrerbietung vor Gott. And why do I tell you all of that? Warum erzähle ich euch das? Because I believe that God wants to do something. Weil ich wirklich glaube, dass Gott etwas tun will. I mean, we've prepared the church in Duisburg for a long time before that. Wir haben unsere Gemeinde in Duisburg jetzt für wirklich lange Zeit vorbereitet. And it's important that we start to, you know, I think it's important that we understand that when Holy Spirit comes, he might stretch us. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wenn der Heilige Geist kommt, es sein kann, dass es uns echt herausfordert. So, I'd like to read a prophetic word to you. Und ich würde gerne noch ein prophetisches Wort lesen. And I think most of you know it better than I do. Ich denke, dass viele von euch das vielleicht sogar besser kennen als ich. Was war der, wie hieß der mit Vornamen? Capri? David Capri. David Capri gave this word. David Capri hat das Wort gegeben. Munich, the southernmost gateway. München, das südlichste Tor. Reaches from the Austrian to the Swiss border. Reicht von Österreich bis zur Schweizer Grenze. In the center of this gate is the city of Munich. Und im Zentrum von diesem Tor ist die Stadt München. The color of this gate is a mixture of earth and fire. Und die Farbe dieses Tores ist ein Mix aus Feuer und Erde. The key given from heaven to the guardians of this gate. Und der Schlüssel, der vom Himmel den Wächtern dieses Tors gegeben wurde, is the key of the fire of the Holy Spirit. Ist der Schlüssel des Feuers des Heiligen Geistes. I saw a huge torch of fire from heaven. Ich sah eine große Fackel vom Feuer des Heiligen Geistes. Tongues of fire are flowing from that torch all over Germany. Und Feuerzungen gehen von dieser Fackel aus und reichen nach ganz Deutschland. They are baptizing the people of this nation. Und sie taufen die Menschen dieser Nation. This is the fire of the new Pentecost for Germany. Das ist das Feuer des neuen Pfingsten für Deutschland. Fire of revival that will also influence Switzerland and Austria. Feuer der Erweckung, das auch Österreich und die Schweiz beeinflussen wird. Germany, pray that these waves of revival will baptize your whole nation. Deutschland, bete, dass diese Wellen der Erweckung dein ganzes Land beeinflussen. That these waves of the Holy Spirit will not be quenched by anyone. Und dass diese Wellen des Heiligen Geistes von niemanden erdrückt werden. In the name of Jesus. In Jesu Namen. I really believe that God wants to do this. Ich glaube wirklich, dass Gott das tun will. I believe that he wants to open a gate. Ich glaube, dass er ein Tor öffnen möchte. Of fire. Von ein Tor von Feuer. Of the Holy Spirit. Des Heiligen Geistes, that should touch a whole nation. Das die ganze Nation berühren soll. And more. Und mehr. And this is not about Germany, und da geht es jetzt nicht um Deutschland, but about the people that are living here. Sondern um die Menschen, die hier leben. It's about us, über uns. And about people living in this nation. Und Menschen, die hier wohnen. So I want you to think or take away like three things today. Und ich hätte gern, dass ihr heute drei Sachen mitnehmt. First thing is if the Holy Spirit comes. Das erste ist, dass wenn der Heilige Geist kommt. Let him come in whatever way he wants to. Lass ihn kommen auf welche Art immer er kommen möchte. If a person next to you falls over. Wenn eine Person neben dir umfällt. And starts rolling on the floor. Und sich auf dem Boden dreht. And hysterically laughing. Oder hysterisch lacht. Just if you are unfamiliar, just
look to Jesus. Und wenn dir das was ganz Neues ist, dann schau zu Jesus. And praise him. Und preise ihn. Also, it's not about manifestations. Das andere, es geht nicht um Manifestation. It's about the Holy Spirit. Es geht um den Heiligen Geist. But when he comes, aber wenn er kommt, he touches people as a whole. Dann berührt er Menschen im Ganzen. And we are spirit, soul and body. Und wir sind Geist, Seele und Körper. And the joy of the Lord, by the way, is a very important part in the Bible. Und die Freude am Herrn ist ein sehr wichtiger Teil der Bibel. So do not get distracted. Lasst euch nicht ablenken. Or do not get offended. Oder lasst euch nicht verärgern. When God starts moving in such a way. Wenn Gott anfängt, sich so zu bewegen. The second thing that I think is really important. Das zweite, was ich denke, was wirklich wichtig ist. God responds on hunger. Gott antwortet auf Hunger. And I actually think it is easy to be hungry for a while. Ich glaube tatsächlich, dass es leicht ist, für eine Zeit lang hungrig zu sein. Because you know, when I tell you that one encounter with the power of the Holy Spirit can change your whole life. Weil wenn ich dir sage, dass eine einzige Begegnung mit dem Heiligen Geist dein ganzes Leben ändern kann. And we have seen that happen again and again. Wir haben das wieder und wieder und wieder gesehen. I'm sure that you would say, yes, I want that kind of encounter. Dann bin ich mir sicher, dass dein Herz sagt, ja, das wünsche ich mir auch. But when God starts to move. Aber wenn Gott anfängt, sich zu bewegen. After a while it's so easy to become familiar with what he's doing. Dann kann es so leicht sein, dass wir uns nach einer Weile daran gewöhnen. But our hunger, aber unser Hunger actually is not for ourselves. Ist nicht für uns selber. It's for a city and for a nation. Sondern es ist für eine Stadt, für eine Nation. And we can maintain hunger. Und wir können Hunger aufrechterhalten. And this would be something that I count to be very important. Und das nächste ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig ist. The hunger is. Der Hunger ist etwas, was ich als ganz, ganz wichtig empfinde. And the third piece, I think, is this. Und der dritte Punkt, denke ich, ist der folgende. Even though we are hungry for a move of God. Auch wenn wir hungrig sind danach, dass Gott sich bewegt. And we celebrate his manifestations and everything he's doing. Und wir feiern ihn und alles, was er tut. Discipleship is at the core. Ist Jüngerschaft das Zentrum? Discipleship means. Jüngerschaft bedeutet. Becoming like Jesus. Wie Jesus werden. Right? Ja. Would you agree? Are you still alive, by the way? Seid ihr immer noch da, übrigens? So, becoming like Jesus. Wie Jesus werden. Can only happen because he died for us. Kann nur passieren, weil er für uns gestorben ist. The Bible says that we are blessed with every spiritual blessing in the heavenlies. Die Bibel redet davon, dass wir mit allen Segnungen des Himmels gesegnet sind. To live the life that we've actually been called into. Um das Leben zu leben, zu dem wir berufen worden sind. Or Romans says that the kingdom of God. Oder Römer drückt es so aus, dass das Königreich Gottes is righteousness, Gerechtigkeit ist, peace, Frieden and joy und Freude in the Holy Spirit. Im Heiligen Geist. Meaning. Das bedeutet. There is a righteousness and there is a peace and there is a joy that we cannot produce by our own strength. Es bedeutet, dass es eine Gerechtigkeit, einen Frieden und eine Freude gibt, die wir in unserer eigenen Kraft nie selbst hervorrufen können. The Bible says that Jesus was made sin for us so that we can be his righteousness. Die Bibel spricht davon, dass Jesus zur Sünde für uns gemacht wurde, damit er zu unserer Gerechtigkeit wird. 2 Corinthians 5, you can read that. 2. Korinther 5, das könnt ihr selber lesen. But how do we receive this new life? Aber wie können wir dieses neue Leben denn empfangen? It is only applied in fellowship and in communion with the Holy Spirit. Nur in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist können wir das erfahren. The Holy Spirit communicates everything that Jesus has accomplished at the cross. Der Heilige Geist kommuniziert alles, was Jesus am Kreuz vollbracht hat.
If we do not have the Holy Spirit, wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, then everything that Jesus taught will just be another set of rules. Dann wäre alles, was Jesus gelehrt hat, wieder nur ein neues Set an Regeln. And this is not what we've been called into. Und das ist nicht das, zu dem wir berufen worden sind. Therefore, the Holy Spirit is so important. Deshalb ist der Heilige Geist so wichtig. Actually, I like the word that you gave before. Mir gefällt das Wort, das vorhin gesagt wurde. It is actually good that Jesus went to the Father. Es ist gut, dass Jesus zum Vater gegangen ist. Because he paid the complete price for everything. Denn er hat den vollen Preis für alles bezahlt. But now without the Holy Spirit will not come into our lives. Und ohne das wäre der Heilige Geist nicht in unser Leben gekommen. And without the Holy Spirit the whole salvation package would not come into our lives. Und ohne den Heiligen Geist würde dieses ganze Paket an Erlösung nicht in unser Leben kommen. And so it is really important for us. I mean, no, that's the wrong. Actually, it's wrong. Es ist sehr wichtig für uns. Das ist aber falsch ausgedrückt. If we are followers of Jesus, wenn wir Nachfolger Christi sind, this actually means that we have said, Jesus, you rule over my life. Dann haben wir doch zu Jesus gesagt, du regierst über mein Leben. I decided not to have the rulership over my own life anymore. Ich habe entschieden, dass nicht mehr ich der letztliche Herr über mein Leben bin. I want to be somebody that wants to do your will. Ich will jemand sein, der deinen Willen tut. I may have some difficulties in some areas. Ich mag Schwierigkeiten in einigen Bereichen meines Lebens haben. But I really want to be like that. Aber ich will so sein. And if this is our decision, then the Holy Spirit is there to help us and change us into that person that we want to become. Wenn das unsere Entscheidung ist, dann ist der Heilige Geist da und auch da, um uns zu helfen, zu so einer Person zu werden. And this is key of discipleship. Und das ist der Schlüssel zu Jüngerschaft. And you know, when we pursue this. Und wenn wir das nachverfolgen. And when the Holy Spirit then starts moving mightily, wenn der Heilige Geist mächtig wirkt, we will not be distracted. Dann werden wir nicht abgelenkt sein. Because otherwise it's just like a roller coaster ride. Weil ansonsten ist es nur wie so eine Achterbahnfahrt. Wow, it's amazing. Holy Spirit is doing things. Wow, es ist großartig. Der Heilige Geist tut ganz viel. But it's about the change that he wants to bring into your life. Sondern es geht um die Veränderung, die er in dein Leben bringen will. And not about the roller coaster. Es geht nicht um die Achterbahn. So let's just put that on our mind, you know. Lasst uns dessen klar werden. Would you be happy to pursue this? I mean, pursue becoming like Jesus? Wollt ihr das verfolgen, nachverfolgen, so werden wie Jesus? Wollt ihr das? Is there anybody who would like to be like Jesus? Will irgendjemand wie Jesus sein? Well, maybe you should be more excited. Maybe I should be more excited. Vielleicht I'm not sure. Solltet ihr, vielleicht sollte aber auch ich mehr But begeistert honestly, dafür sein. I mean, allowing him to come into our Kingdom, ihm zu erlauben, in unser Königreich zu kommen, and co-working with him in our kingdom, und mit ihm zusammenzuarbeiten in unserem Königreich, inspires him, das inspiriert ihn, to allow us into his kingdom, uns zu erlauben, in sein Königreich zu kommen, and co-work with him there, und dort mit ihm zusammenzuarbeiten, and that's a lot of fun, und das ist sehr viel Spaß. So if you're ready to do that, I mean, wenn du bereit dazu bist. I've asked the worship team today to prepare an additional song. Ich habe das Lobpreisteam heute gebeten, ein bestimmtes Lied vorzubereiten. And I'm really thankful that they did. Yes, you can come up. Die können jetzt dafür nach vorne kommen. I'm really thankful that they did. Ich bin sehr froh, dass die darauf eingegangen there sind. It's about send your revival, send it. Es geht um Erweckung, die Bitte, sende Erweckung. And if it would be really nice if you could sing along with us. Sing da mit, das wäre total schön. As if you really mean it. Und zwar so, als ob ihr es wirklich meint. It would be really cool if we get the feeling that you actually mean what we sing, right? Ja, es wäre total klasse, wenn wir alle wirklich dieses Gefühl haben, wir meinen das, was wir singen Lord, wirklich. Send revival, start with me. Gott,
Gott, schicke Erweckung. Fang Start bei mir with me. An. Fang bei mir Start an. With my heart. Fang mit meinem Herzen And an. While we sing that, I thought when I prayed over this meeting today, I felt like Holy Spirit wants us to pray for you. So while you stand on your place. Und als ich den Gottesdienst vorbereitet habe, ich wirklich den Eindruck gehabt, dass Gott möchte, dass wir für euch beten. Und wenn wir das jetzt singen. Not necessarily for all and everybody. Maybe we will. I don't know. Vielleicht nicht für alle, für jeden. Vielleicht doch. But my wife and I and hopefully some of the core leadership team would be ready to just roam around. Und meine Frau und ich und einige vom Leiterschaftsteam and just put our hands on you. Werden rumgehen und beten, und die Hand auflegen. Not very long, maybe 10, 20 seconds, not nicht longer. Lang, 10, 20 Sekunden. And release the power of the Holy Spirit und for more. Und die Kraft des Heiligen Geistes freisetzen for für change. Mehr, für eine Veränderung. And to release something that works towards revival. Etwas freisetzen, das in Richtung Erweckung geht. And if you do not want to receive wenn du prayer, das nicht, wenn du kein Gebet haben willst, maybe you can stay seated or just shake your head or go like no. Dann mach das einfach klar, bleib sitzen yeah? oder schüttel deinen Kopf oder something so. Something like that. But other than that, if you would stand up with us and let's just sing that song. Lasst uns aufstehen, dieses Lied God singen und Gott darum bitten. To send more of His Spirit. Mehr von seinem Geist zu schicken. Okay? Okay?